damit du hier zum Beispiel auch diese Hand noch herausholen kannst, die ja nach oben hin drückt, nimmst du einfach wieder die Brushes, aber diesmal das Move-Tool. Und mit dem Move-Tool kannst du hier anfassen und die Hand ganz einfach verlängern, so dass es wieder eine Hand wird. Und da ich weiß, dass da ein Daumen war, gehe ich einfach nochmal in die Größe und ziehe mir hier einen Daumen heraus. Die Größe müsste doch etwas größer sein. Wie gesagt, du könntest das Ganze auch ohne den Wireframe machen. Einfach W drücken und du kannst dann so modellieren. Nur für mich ist es sympathischer zum Anfassen. Also einfach hier. Weil ich weiß, dass das auch eine Handfläche ist, muss ich da etwas hineinarbeiten. Wechsle zu den Brushes. Ich habe mich wieder für Shrink Smooth entschieden. Ich nehme wieder das Netz, einfach die Taste W und gehe jetzt hier mal in die Hand hinein. Natürlich könnte ich auch das Move Tool nehmen, mit dem sich manches leichter eindrücken lässt, aber auch gefährlich tief, was ich dann nachher erst wieder mühsam herausglätten müsste, mit dem Flätten-Werkzeug vielleicht. Im nächsten Video werden wir uns diesen Teil vornehmen.